Das Thema des heutigen Lesezeichens ist die Worte. Das ist ein Werk von Said Nursi, ein kurdischer Gelehrter aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Ich werde zunächst den Autor und den historischen Kontext vorstellen und dann aus dem Werk vorlesen. Es geht heute inhaltlich um die Gebetszeiten im Islam. Es gibt 5 Tagesgebete, 5 rituelle Hauptgebete. Und was diese Tageszeiten für eine Bedeutung haben, stellt Nursi in einem der Worte dar. Und das würden wir, einen Teil dessen würden wir heute ein bisschen gemeinsam lesen. Und danach werden mein Kollege und meine Kollegen, Herr Nachhammer und Frau Böckmann, auf das Thema, auf den Inhalt reagieren. Said Nursi ist 1876-77 im Dorf Nurs in der Provinz Bitlis geboren. Das ist in Ostanatolien eine Kurdenregion des Osmanischen Reichs gewesen. Und gestorben ist er 1960 in der türkischen Stadt Van. In den 83 Jahren seines Lebens hat er vieles erlebt, viele Umbrüche mitbekommen. Er hat erlebt, wie ein Reich, das Osmanische Reich, zerfallen ist und wie eine Republik, die türkische Republik, gegründet wurde und hat in diesen Zeiten gewirkt. Anhand seiner Biografie möchte ich auch den historischen Kontext skizzieren. Nursi selbst unterteilt seine Biografie in 3 Abschnitte. Der alte Said, der neue Said und der dritte Said. Und das geht auch so ein bisschen einher mit der Zeit, in der er im Osmanischen Reich gewirkt hat. Da hat er nochmal anders gewirkt als zur Zeit der Gründung des Staates Türkei. Und die letzten 10 Jahre seines Lebens bezeichnet er als der dritte Said. In seinen jungen Jahren erhielt er eine religiöse Ausbildung in Medressen, wie es damals üblich war. Und im Alter von 14 Jahren erhielt er den Titel eines Lehrmeisters und bekam aufgrund seines Genies und starken Gedächtnisses den Beinamen Bediüzzaman. Das bedeutet übersetzt der Einzigartige des Zeitalters. Said Nursi beherrschte neben Kurdisch auch Arabisch, Persisch und Türkisch und hat auch in den Sprachen Texte geschrieben und verfasst. Der alte Said wirkte im Osmanischen Reich, das kurz vorm Zerfallen war und nach dem Ersten Weltkrieg auch zerfallen ist. In der Provinz Van hatte er einen Aufenthalt von über 10 Jahren und dort studierte er unter anderem auch die modernen Wissenschaften, also naturwissenschaftliche, historische, literarische und philosophische Werke. Somit hat er nicht nur eine religiöse Bildung, sondern auch eine Bildung, die modernen Wissenschaften, die wissenschaftlichen Bildung, genau. Und so dadurch hat er einen Ansatz entwickelt, das ihn sehr geprägt hat. Sein Traum war es, eine Universität in Van zu gründen, dessen Motto ist Wissenschaft für Theologen und Religion für die Naturwissenschaftler. Dort sollten parallel islamisch-theologische Wissenszweige und Naturwissenschaften gelehrt werden. In der Zeit, also diese Zeit ist ja geprägt davon, dass Religion und Wissenschaft als 2 Gegensätze betrachtet werden. Und er hatte den Ansatz, dass beides eigentlich gar nicht getrennt betrachtet werden kann und dass beides sich gegenseitig ergänzt. Und deshalb war es ihm wichtig, an dieser Universität beides anzubieten oder zu lehren. Und dafür brach er 1907 nach Istanbul auf und zum Hof des Sultans Abdulhamid II., um für Unterstützung für sein Projekt zu werben. Er bekam auch finanzielle und politische Unterstützung und die Universität begann auch, der Bau begann auch, aber aufgrund des Ersten Weltkriegs konnte die Universität nie zu Ende gebaut werden. Und auch zur Zeit nach der Gründung des neuen Staates war es nicht möglich, denn die Regierung in den ersten Jahren hatte eine anti-islamische Politik, das den Weiterbau verhindert hatte.
Am Ersten Weltkrieg war er an der Kaukasusfront, wurde 2 Jahre als Kriegsgefangener gehalten und ist dann über Berlin, Wien, Ungarn und Bulgarien nach Istanbul zurückgereist. Und dort wurde er Mitglied der Darul Hikmetul Islamiyye. Das ist eine der bedeutenden islamischen Lehranstalt. Dort lehrte er und publizierte mehrere Werke. Bis hierhin, das sind die frühen 20er Jahre, wirkt Said Nursi sehr proaktiv in der Gesellschaft und auch politisch. Und dann passiert ein Umbruch und er entscheidet sich für einen anderen Weg, sage ich mal. 1922 wird er aufgrund seiner Verdienste als Gelehrter nach Ankara eingeladen, um bei der Neugründung und Gestaltung der Türkei mitzuwirken. Und dort hielt er eine Rede vor der provisorischen Nationalversammlung. Das kam auch ziemlich gut an. Aber danach hatte er Meinungsunterschiede mit Mustafa Kemal, der auch als Atatürk bekannt ist. Sie hatten einfach eine andere Vorstellung, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Republik oder wie es reformiert werden sollte. Und deshalb zog sich Nursi 1923 nach Van wieder zurück und widmete sich ganz den religiösen Studien und lebte in asketischer Zurückgezogenheit. Das ist so auch die Zeit des Wandels vom alten Said zum neuen Said, die ab 1925 viel stärker hervortritt, und zwar als kurdische Aufstände an der Tagesordnung standen. Und aufgrund dieser Aufstände wurden Persönlichkeiten und Stammesführer in die Verbannung geschickt, ins Exil geschickt. So auch Said Nursi, obwohl er keine Beteiligung an den Aufständen hatte und sich sogar dagegen ausgesprochen hatte. So wurde er nach Burdur und später nach Balla verbracht und lebte dort im Exil. Er lebte in einem Holzhaus und zog sich oft tagelang in die Berge zurück, um zu reflektieren. Und so entstanden seine Schriften zum Koran, die er zum Teil einer Reihe von Schülern diktierte. Also die Texte, unter anderem der Text hier, ist dann ab den 1925ern entstanden im Exil. In den 30er und 40er Jahren wurde er mehrmals vor Gericht gestellt und wegen beispielsweise religiöser Propaganda verurteilt. Daran erkennt man auch die Haltung des Staates oder der damaligen Regierung gegenüber Religion oder Gelehrten. Das Werk Die Worte wurde zwischen 1925 und 1953 niedergeschrieben. Es befasst sich mit den wichtigsten Themen des islamischen Credos und der islamischen Ethik. Die Einparteiregierung hatte seine Schriften verboten, weshalb die Mitschriften von Hand in osmanischer Schrift vervielfältigt und überall in Anatolien verteilt wurden. Bis 1950 sollen ca. 700.000 Exemplare vervielfältigt worden sein. Ende der 50er Jahre, als die politische Situation sich änderte, wurde das ganze Werk auch mit lateinischen Buchstaben gedruckt. In den 20er Jahren gab es nämlich in der Türkei die Wende, also die arabischen Buchstaben wurden ersetzt durch die lateinischen Buchstaben. Ende der 50er Jahre wurde das gesamte Werk dann auch mit lateinischen Buchstaben gedruckt und seinerseits auf Korrektheit geprüft. Seine Werke behandeln auch Themen aus der islamischen Philosophie. Er vertiefte die Grundprinzipien des Glaubens. Aber zur klassischen Kelam-Literatur zählen sie nicht, weil er doch seine ganz eigene Art hat, die Themen aufzugreifen und zu interpretieren und auszulegen. Ihm war wichtig, die Sinngehalte der Glaubensinhalte und auch der Glaubenspraxis zu unterstreichen und verständlich zu machen. Deshalb hatte er auch beispielsweise diese Texte nicht auf Arabisch, was ja die Sprache der Wissenschaft, der Gelehrsamkeit ist, so ähnlich wie Latein in Europa, hat er nicht auf Arabisch verfasst, sondern auf Osmanisch-Türkisch, damit die breite Gesellschaft, das Volk auch teilhaben konnten an den Inhalten.
Es war ihm wichtig, denn die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war geprägt von Zweifel. Zweifel an Religion und Glaube. Die Worte bestehen insgesamt aus 33 Worten. Heute werden wir uns und umfassen über mehr als 6000 Seiten. Heute lesen wir einen Auszug aus dem 9. Wort. Genau, davor noch einiges zu seinem Werk. Er thematisiert unterschiedliche Felder des Glaubens und der Glaubenspraxis. So beschreibt er im ersten Wort, was er unter der Besmele versteht, also Bismillah. Das ist, also es ist interessant, dass er damit anfängt, denn eine Muslimin beginnt jede Tat mit dieser Formel, also im Namen Gottes beginnt man. Und er beginnt sein Werk auch, diese Formel auszulegen. Weiterhin behandelt er die 6 Glaubensgrundlagen, beziehungsweise die Pfeiler des Credos, wie der Glaube an Gott, an die Engel, an die Offenbarungsschriften, an die Propheten und so weiter. Außerdem hat er Abhandlungen zu den ersten 3 Säulen des Islams, das Glaubensbekenntnis, das Fasten und das tägliche rituelle Hauptgebet, worum es heute gehen wird. Statt wie in klassischen Werken sich auf das Wie zu konzentrieren, also wie faste ich, wie bete ich, wann ist mein Gebet gültig, worauf muss ich achten, statt sich diese Fragen zu stellen, legt er seinen Fokus auf die Frage Warum. Ihm geht es darum, die Weisheit, den Sinn und Zweck jener Grundlagen und Säulen herauszuarbeiten. Das Wesen des Islam, um jetzt zum heutigen Abend zu kommen, in einen Vortrag zu packen, ist eine große Herausforderung. Doch betrachtet man den Islam als Hingabe an Gott oder als eine gottesbewusste Lebensart, dann trägt das rituelle Hauptgebet maßgeblich dazu bei, dass der Mensch seinen Tag und somit sein Leben gottesbewusst und achtsam gestaltet und verbringt. Nicht umsonst sagt also der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, das Gebet ist die Säule des Glaubens. Auch ein anderer Gelehrter, Fethullah Gülen, bezeichnet das Gebet als Zwillingsgeschwister zum Glauben. Also der Glaube und das Gebet sind so ineinander verwoben, dass man die eigentlich gar nicht trennen kann. Also sehr wichtig. Und das Thema Gebet bzw. die Gebetszeiten, wie eingangs erwähnt, gibt es 5 Gebetszeiten im Islam. Das Morgengebet, Mittagsgebet, Nachmittagsgebet, das Abendgebet und das Nachtgebet. Das sind die rituellen, verpflichteten Hauptgebetszeiten. Dann gibt es natürlich auch freiwillige Gebete und auch Bittgebete. Aber in der Textstelle, auf die wir uns jetzt beziehen werden, beschreibt er, was diese Gebetszeiten für eine Bedeutung haben. Er sagt, dass jede Gebetszeit den Beginn eines wichtigen Wendepunktes und einen Dank für Gottes Wohltaten darstellt und beginnt mit seinen Bemerkungen, von denen wir uns heute die 5. Bemerkung anschauen werden. Said Nursi nimmt zu Beginn einen Koranvers und legt diesen dann aus. Das heißt, das ist so seine klassische Herangehensweise. Er nimmt hier jetzt einen Koranvers, das die Gebetszeiten beschreibt. Sie werden aber merken, dass in diesem Vers 4 Zeiten genannt sind. Die 5. Gebetszeit ist in einem anderen Vers. Aber auf jeden Fall nimmt er diesen Vers und fängt an, die Gebetszeiten zu erklären. Deshalb möchte ich erstmal die Übersetzung vorlesen und dann mit der Textstelle weitermachen. Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Preiset Gott, wenn ihr den Abend und wenn ihr den Morgen verbringt. Denn ihm gebührt aller Lob in den Himmeln und auf Erden und am Abend und zu eurer Mittagsruhe. Und dann stellt er sich die Frage, warum diese Gebetszeiten? Ja, er stellt sich nicht die Frage, wie, sondern warum.
In vorangehenden vier Bemerkungen führt er unterschiedliche Aspekte heran und die fünfte geistreiche Bemerkung beginnt wie folgt. Der Mensch ist von seiner Grundveranlagung her schwach und hilflos. Ihn berührt alles und alles stimmt ihn traurig und betrübt ihn. Er ist ausgesprochen machtlos, doch hat er viele Probleme und Feinde. Er ist äußerst arm, doch hat er viele Bedürfnisse. Er ist träge und unzulänglich, doch wiegen die Verpflichtungen seines Lebens sehr schwer. Aufgrund seines Menschseins steht er mit dem ganzen Universum in Verbindung. Der Verlust dessen, was er liebt und mit dem er vertraut ist, bereitet ihm ständig Kummer und verletzt ihn innerlich. Sein Verstand und seine Vernunft zeigen ihm hohe Ideale und Ziele. Andererseits hat er nur begrenzte Mittel, eine begrenzte Lebensdauer, begrenzte Macht und begrenzte Geduld. Das ist so die Situation des Menschen aus seiner Perspektive. Ja, also der Mensch hat zwar viele Träume und Ziele, aber nicht immer hat er die Möglichkeit, diese zu verwirklichen. Manchmal fehlen es ihm an Ressourcen, manchmal an Kraft, manchmal an Möglichkeiten. Aber trotzdem will er das erreichen und es entsteht so eine Trauer oder Frustration. Und dann kommt er mit den Gebetszeiten, mit dem Morgensgebet. Sinngehalt des Fajr-Gebets nennt er das. Wie notwendig und gewinnbringend ist es, den barmherzigen, gütigen einen am frühen Morgen zur Zeit des Fajr-Gebets an der Schwelle seiner allmächtigen Hoheit Bitten, Andacht und Gebet vorzutragen und Erfolg und Unterstützung bei ihm zu suchen. Dieses Gebet ist eine Stütze angesichts der Schwierigkeiten und Belastungen, denen der Mensch sich tagsüber gegenüber sieht und hilft ihm dabei, sie zu ertragen und durchzustehen. Ich glaube, nicht selten ist es der Fall, dass man morgens aufsteht und sagt, oh, das wird jetzt ein anstrengender Tag. Und er sagt, ja, kann sein. Und mit diesem Morgengebet findest du die Kraft, diesen Tag zu überstehen. Und das ist so eine Quelle der Kraft und Macht, die der Mensch eigentlich aus seiner Kraftlosigkeit und Machtlosigkeit schöpft, indem er sich demjenigen wendet, der unbegrenzte Kraft und Macht hat. Dann fängt der Tag an, man geht zur Arbeit oder ist unterwegs und zur Mittagsstunde, wenn die Sonne am höchsten steht, ist dann die Zeit für das Mittagsgebet. Das Suhr-Gebet wird zu einer Tageszeit verrichtet, an der die Sonne ihren Zenit erreicht hat und der Tag beginnt, seiner Vollendung entgegenzustreben. Menschen unterbrechen ihre Arbeit, um sich kurzfristig von geschäftlichen und anderen Dingen auszuruhen. Ihre Seele benötigt eine Ruhepause, weil die harte Arbeit sie unempfindlich und achtlos gemacht hat. Hier manifestieren sich die Segnungen Gottes in aller Deutlichkeit. Ein Mensch, der nicht erkennt, wie gut, notwendig, angenehm und angemessen die Verrichtung des Mittagsgebets ist, kann kaum den Ansprüchen des Menschseins gerecht werden. Denn dieses Gebet bietet dem Menschen die Gelegenheit, die Belastungen und die Achtlosigkeit des täglichen Lebens hinter sich zu lassen, demütig vor dem wahren Spender der Wohltaten zu stehen, ihm gegenüber Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und ihn um Hilfe zu bitten. Der Mensch verneigt sich, um seine Hilflosigkeit vor der Herrlichkeit und Macht Gottes zu bezeugen und wirft sich zu Boden, um sein Erstaunen, seine Liebe und seine Demut gegenüber der unvergänglichen Vollkommenheit und der unvergleichlichen Schönheit Gottes zu artikulieren. Menschsein, dem Menschsein gerecht werden. In der islamischen Lehre hat man die Auffassung, dass der Mensch nicht nur ein materielles Sein hat, sondern auch eine spirituelle, eine metaphysische Seite, eine Seele. Und genauso wie wir vorhin Suppe getrunken haben und unsere materiellen Körper ernährt haben, versorgt haben, so braucht auch die Seele mehrmals am Tag Versorgung. Und da kommen halt diese täglichen Gebete ins Spiel. Ja? Das heißt,
Das wird als eine Verbindung zu Gott betrachtet und als eine Nahrung für die Seele, wo die Seele Kraft schöpft und getankt wird, kann man vielleicht auch sagen, einmal zur Ruhe kommt. Und gerade zur Mittagsstunde ist es, glaube ich, auch vielleicht am schwierigsten, mal die ganze Arbeit mal zur Seite zu lassen. Aber genau da ist es, braucht die Seele es vielleicht auch am meisten, sich diese 5 oder 10 Minuten zu nehmen und zur Ruhe zu kommen und Gott zu danken für all das, was wir bis dahin als Gaben Gottes erhalten haben. Dann geht der Tag weiter und es ist Zeit für das Nachmittagsgebet. Was nun die Tageszeit des Astergebets am Nachmittag betrifft, so ähnelt diese der traurigen Jahreszeit des Herbstes, dem trübseligen Stadium des hohen Alters und der schmerzhaften und erschütternden Phase am Ende der Zeit. Mit diesem Gebet werden wir ermahnt, über diese Zeitabschnitte nachzudenken. Also auf der einen Seite Herbst, über den Herbst nachdenken, wie die Blätter fallen, wie vielleicht nicht mehr alle Blumen blühen, sondern jetzt inzwischen verwelken. Dass man einmal auf der einen Seite darüber reflektiert, auf der anderen Seite darüber, dass man mit der Zeit auch altert und was das mit einem gemacht hat, dass man darüber nachdenkt und auch darüber, dass irgendwann auch diese Welt ein Ende haben wird. Ja, also es ist all an diese Sachen erinnert das Astergebet, das Nachmittagsgebet, weil man sieht, die Sonne geht langsam unter, der Tag endet und all das hat spielt oder verweist auf andere Sachen, die enden, erinnert an andere Sachen, die sich langsam dem Ende neigen. Zur Zeit des Astergebets sind die Aufgaben des Tages bereits fast bewältigt. Viele Gunstbeweise Gottes wie Gesundheit, Sicherheit und die Fähigkeit, Gott zu dienen, wurden bereits zuteil. Wir erleben, wie die Sonne am Horizont immer mehr verblasst und schließlich den Beweis antritt, dass der Mensch ein Gast und ein Bediensteter auf dieser Welt ist und alles vergänglich und unstet ist. Die Menschenseele, die sich nach der Ewigkeit sehnt und auch für sie erschaffen wurde, die Menschenseele sehnt sich nicht umsonst für die Ewigkeit, nach der Ewigkeit, sie ist auch für sie erschaffen, die den ihr gewährten Wohltaten gegenüber Ehrfurcht bekundet, die gleichzeitig die Trennung bekümmert, erhebt sich nun, vollzieht die Gebetswaschung und verrichtet sodann das vorgeschriebene Astergebet und findet Kraft und Motivation, um genau auch mit dieser Situation zurechtzukommen. Also um diese, das ist ja schon, man erinnert sich ja nicht gerne daran, dass etwas endet oder so, aber das Astergebet gibt dann einem die Kraft, mit dieser Wahrheit ins Auge zu sehen. Denn die inbrünstige Anfrage zur Rettung an der unvergänglichen Schwelle des Ewigen, des nie Vergehenden, des sich selbst Erhaltenden durch die Zufluchtssuche bei seiner unendlichen Barmherzigkeit, durch Danksagung und Lobpreis, das alles ist im Gebet mit drin, für seine Gunstbeweise, und durch die Niederwerfung vor seinem ewigen Gottseins in vollkommener Bescheidenheit erlangt der Mensch Seelenfrieden und findet wahren Trost und Wohlbehagen für seinen Geist. Und dann geht die Sonne unter. Die Sonne geht unter und es ist Zeit für das Abendgebet. Der Abend erinnert uns an den Winteranfang und den betrüblichen Abschied von den zerbrechlichen Geschöpfen des Sommers und des Herbstes. Er gemahnt uns auch an die schmerzhafte Trennung von liebgewonnenen Menschen durch den Abstieg ins Grab. Außerdem ruft er uns die Zeit in den Sinn, zu der die Lampe des Prüfungsortes, also die Sonne, endgültig ausgelöscht werden wird und die Bewohner der diesseitigen Welt nach dem Zusammenbruch
der aus dem Beben ihres Todeskampfes resultiert, in die andere Welt auswandern werden. Im Astgebet war das Thema, dass das Leben langsam sein Ende neigt. Und hier in dem Marib-Gebet geht es darum, es ist vorbei. Die Sonne, die jeden Tag aufgegangen ist, also wenn heute die Sonne untergeht, haben wir das Vertrauen, sie wird morgen wieder aufgehen. Und das gibt uns in schwierigen Zeiten vielleicht auch die Motivation und auch die Kraft, die Hoffnung, dass es wieder gute Zeiten geben wird. Das ist auch super wichtig. Aber es wird ein Tag kommen, da wird die Sonne untergehen, aber nicht nochmal aufgehen. Die Welt, die wir so kennen, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Aber sie wird in eine andere Welt formatiert oder transformiert. Und daran erinnert das Abendgebet oder die Zeit des Abendgebets. Der Abend ist auch eine ernstzunehmende Warnung an diejenigen, die die Lieblinge anbeten und an ihnen hängen, die am Horizont der Vergänglichkeit heruntergehen. Was heißt das? Der Islam ist eine monotheistische Religion. Das heißt, Gott ist der einzige Gott, der anbetungswürdig ist. Aber es gibt auch Traditionen, in denen es Götzen gibt, also Polytheisten. Und wenn wir an Götzen denken, dann denken wir zuerst immer an vielleicht aus Stein oder Holz geformte Statuen. Ich weiß nicht, also ist auf jeden Fall bei mir so, weil ich, wenn ich an die Zeit der Entstehung des Islams denke, ist das einfach der Kontext, der gegebene Kontext. Aber Said Nursi sagt und auch andere Gelehrte sagen, es gibt auch andere Götzen. Ja? Manchmal kann Geld auch zu etwas werden, was man mehr anbetet als Gott. Und manchmal können das auch Menschen sein, die man wirklich sehr lieb hat, die man förmlich anbetet. Und das ist nicht in Ordnung. Also nur Gott ist anbetungswürdig. Natürlich soll man alles respektieren. Geld ist wichtig, ja, man muss ja irgendwie über die Runden kommen. Aber jedem soll man den Wert geben, den es tatsächlich hat und nicht überbewerten. Und das ist hiermit gemeint. Der Abend ist auch eine ernstzunehmende Warnung an diejenigen, die die Lieblinge anbeten und an ihnen hängen, die am Horizont der Vergänglichkeit heruntergehen. Zur Zeit des Abendgebets wendet sich die Menschenseele, die sich als sehnsüchtiger Spiegel nach der unendlichen Schönheit auszeichnet, dem Hoheitsthron des schon ewigen Anfangslosen, des bis ins ewige Endlosen zu, der all diese gewaltigen Geschehnisse und Phänomene erschafft und gestaltet und die riesigen Himmelskörper und Welten befehligt. Ja, die Zeit erinnert einen daran, dass diese Welt untergehen wird, ja. Aber im Gebet erinnere ich mich daran, dass Gott all diese Universen, all diese Himmelskörper ja förmlich in der Hand hält. Und es entsteht ein Vertrauen in Gott, dass alles gut wird. Und dann führt er eigentlich hier noch zum Thema, zum Marib-Gebet, die einzelnen Bewegungen im Gebet aus. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, die Muslime beten, aber manchmal stehen sie, manchmal verbeugen sie und dann werfen wir uns auch nieder. Said Nursi beschreibt, was diese Bewegungen alles bedeuten beim Abendgebet. Und das Gleiche macht er auch beim Nachtgebet. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, deshalb lese ich einen Absatz zu dem Thema und mache weiter mit dem Nachtgebet und setze dann auch langsam den Punkt. Genau. Sinngehalte der Handlungen des Hauptgebets am Beispiel des Abendgebets. Die Menschenseele verlässt somit alles Vergängliche, bekundet mit dem Ruf Allahu Akbar, groß ist nur Gott, dass Gott größer ist als alles Erdenkliche und verschränkt die Hände zum Dienste seines Schutzherrn. Das ist so die erste Position, Allahu Akbar, die man im Gebet einnimmt. Man lässt alles andere hinter sich und widmet sich dem Schöpfer. Er steht aufrecht in Gegenwart des permanenten, unendlichen,
und spricht Alhamdulillah, gedankt und gelobt sei Gott, und preist Gott im Bewusstsein seiner makellosen Vollkommenheit, seiner unvergleichlichen Schönheit und seiner unendlichen Barmherzigkeit. Durch die Rezitation der Worte »Dir allein dienen wir« und »Dich allein bitten wir um Hilfe« betet der Mensch seine von jedweder Hilfe unabhängige Rabbheit, seinen Herrn, sein von Partnern autonomes Gottsein an und bittet ihn um Hilfe. Und dann geht die Textstelle weiter. Was sagt er eigentlich, wenn er sich verbeugt, wenn er sich wieder aufrichtet und wenn er sich niederwirft und so weiter? Und kommt dann zum Sinngehalt des Isha-Gebets. Dazu sagt er, die Zeit des Isha-Gebets, bei der es sich um die Zeit handelt, zu der die am Horizont noch verbliebenen letzten Spuren des Tages verschwunden sind, also es ist jetzt wirklich ganz dunkel, so langsam sollte es auch soweit sein, und die vollkommene Dunkelheit der Nacht unser subjektives Universum bedeckt, weil wenn hier Nacht ist, dann ist woanders noch Tag, also subjektiv deshalb, erinnert uns an die mächtige Verfügungsgewalt der Rabbheit Gottes, des Herrseins des Gottes als Wandler von Tag und Nacht und an die Aktivitäten des vollkommenen Weisen als Dienstbarmacher der Sonne und des Mondes. Ja, also Gott ist Herr über Tag und Nacht, das heißt, er ist auch Herr über Zeit, weil sie durch die Abfolge von Tag und Nacht entsteht, irgendwo auch. Zeit heißt es an anderen Stellen. Und er steht über der Zeit. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, er macht die Sonne und den Mond dienstbar. Ja, also man kann unterschiedlich auf die Natur blicken, unterschiedliche Lehren daraus ziehen, unterschiedliche Sachen daraus lernen. Aber die islamische Tradition, zum Beispiel diese Gebetszeiten, richten sich beispielsweise an der Sonne. Kurz bevor die Sonne aufgeht, ist das Morgensgebet. Wenn die Sonne ganz oben steht, ist das Mittagsgebet. Also man richtet sich nach der Sonne. Inzwischen gibt es Apps und Kalender, die alles schon berechnen. Aber ursprünglich ist die Idee, dass man sich nach der Sonne richtet. Und der islamische Kalender richtet sich nach dem Mond. Ja, also wenn die Sichel zu sehen ist, fängt der neue Mond an, der neue Monat an. Und vor 10 Tagen ungefähr hat nach der Sichtung der Sichel Ramadan angefangen. Und wenn wir das nächste Mal die Sichel sehen, dann feiern wir das Ramadanfest. Also Gott hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Seine Verfügungsgewalt kann beobachtet werden, wenn er die weiße Seite des Tages auf die schwarze Seite der Nacht wendet und die schöne grüne Handschrift des Sommers in die frostige weiße Seite des Winters verwandelt. Diese Tageszeit ruft uns die Handlungen Gottes als Schöpfer von Leben und Tod in Erinnerung. Sie bewirken, dass sogar die verbliebenen Spuren und Werke der Grabesbewohnerinnen im Laufe der Zeit ihre Verbindung mit dieser Welt ganz und gar abbrechen und gänzlich in eine andere Welt übergehen. Ich glaube, es ist eher selten, dass man Grabstätte oder Gräber von vor mehreren hundert Jahren findet. Die meisten Gräber sind uns, glaube ich, unbewusst oder unbekannt. Und wir wissen auch ganz, ganz viel nicht über unsere Vorgänger. Das heißt, ganz viel Geschichte geht eigentlich verloren. Und daran erinnert es auch. Diese Zeit erinnert uns auch daran, dass nur der eine, der den Tag in die Nacht, den Winter in den Sommer und diese Welt in die jenseitige Welt verwandeln kann, so einfach wie das Wenden der Blätter eines Buches, der Eigentümer und wahre Meister des Universums ist. Er allein ist würdig angebetet und wirklich geliebt zu werden. Deshalb verrichtet die Menschenseele, die unendlich hilflos, schwach, unermesslich arm und bedürftig ist, die durch vielerlei Umstände bald hierhin, bald dorthin geworfen und in eine dunkle, unbekannte Zukunft gewirbelt wird, bei Anbruch der Nacht in diesem Sinne das Isha-Gebet. Ganz im Sinne von Abraham sagt die Menschenseele, ich liebe nicht die Untergehenden und sucht durch ihre Gebete an der Schwelle des schon ewig Angebeteten
und bis in die Ewigkeit geliebten Zuflucht. Im vergänglichen Universum, in der finsteren Welt, im vergänglichen Menschenleben und in der finsteren Zukunft führt er ein privates Zwiegespräch mit dem Beständigen und Immerwährenden. Das Gebet, das Hauptgebet, ist ein Dialog, ist ein Gespräch mit Gott, seine Verbindung zu ihm. Durch ein Stück unendliches Gespräch mit dem Unendlichen und einige Minuten der ewigen Lebensdauer streut er einen Lichtfunken in seine finstere Welt und beleuchtet seine Zukunft. Dabei sieht er die Gunstbeweise der Barmherzigkeit und das Licht der Rechtleitung des Allerbarmers, des Barmherzigen, und bittet um sie, denn sie sind Balsam für seine Wunden, die aus dem Ableben der Geschöpfe und der Trennung von seinen Freunden resultieren. Die Menschenseele vergisst die Welt, wie sie sie vorübergehend vergisst und sich vor ihr verbirgt, und schüttet ihre Sorgen unter Tränen ihres Herzens vor der Schwelle der Barmherzigkeit aus. Danke. Dann würde ich so langsam. Ich kann jetzt nur ganz kurz ein paar Bemerkungen machen, weil ich dann gehen muss, aber ich will zwei Dinge dazu sagen. Also ich habe auch so ein aktuelles Gebetbuch mal mitgebracht. Und das hat mich deshalb an Nosi erinnert, weil es da auch immer wieder kleine Kommentare gibt oder Einleitungen oder wie auch immer man das nennen will, die am Ende diese Begründung geben. Nicht wie wird gebetet, sondern warum. Warum wird dieses oder jenes Gebet oder dieser oder jener Psalm in diesem Kontext gesagt? Also das ist etwas, was im 20. Jahrhundert, also in der gleichen Zeit, auch in dieser jüdischen Literatur zu beobachten ist. Und das liegt natürlich daran, dass die Dinge nicht mehr selbstverständlich waren. Wahrscheinlich die Generationen davor, die haben das gewusst, denen musste man das nicht aufschreiben. Uns heute muss man das aufschreiben. Deshalb sind solche Worte, wie ich finde, schon eine große Hilfe, um die Tradition zu verstehen oder um in diesem Fall das Gebet oder die Gebetszeiten zu verstehen. Das Zweite, was man sagen kann, ist, es gibt auch im Judentum 3 öffentliche und 2 private Gebetszeiten, also 5, morgens aus dem Bett, privat, abends auf der Bettkante auch wieder privat und dazwischen eben Morgengebet, Nachmittagsgebet, Abendgebet, meistens Nachmittags- und Abendgebet zusammen geheftet. Und das Dritte, was man aber sagen muss, was ich ganz unterscheide von dem, was Nosi sagt, ist, der jüdische Tag oder die jüdische Zählung des Tages beginnt mit dem Abend. Also das heißt, das, was er jetzt hier gesagt hat, sozusagen über den Ablauf, das würde in der jüdischen Tradition anders verstanden werden. Also da sehe ich eigentlich den größten Unterschied sozusagen drin, was den Nachmittag und den Abend anlangt, weil eigentlich sozusagen, man heftet auch deshalb Nachmittags- und Abendsgebet zusammen, weil Ende und Anfang, Abendgebet als Anfangsgebet sozusagen, als Auftaktgebet, irgendwie zusammengehören. Aber das sozusagen nur so in den Raum gestellt. Aber ich finde, das Interessante ist, wie mit welchen schönen Worten, wie eigentlich auch poetisch, wahrscheinlich ist es im Original noch besser als im Deutschen, mit welchen poetischen Worten er die Dinge sozusagen, sich den Dingen annähert. Und das finde ich, es zeichnet das besonders aus. Und das würde ich mal sagen, ist in der jüdischen Tradition des 20. Jahrhunderts nur selten zu finden. Das ist dann mal eher distanziert und mehr technisch. Und hier ist es doch sehr vom Herzen kommend und zu Herzen gehend. Also das ist das, was ich in aller Eile dazu anmerken kann. Ich muss leider gehen, ich habe einen anderen Termin, aber ihr macht weiter. Danke. Aus christlicher Sicht ist erstmal anzumerken, dass es natürlich gar nicht so wie im Islam oder auch im Judentum der Fall ist, dass ein Stundengebet generell so verstanden wird, dass es sozusagen für alle christlichen Menschen verpflichtend da ist oder so. Das christliche
hat eine Stundengebet-Tradition, die sehr unterschiedlich abläuft, je nachdem, in welcher christlichen Konfession man ist. Also ist man in der orthodoxen Kirche, fängt diese Stundengebetszeit ähnlich wie im Judentum mit dem Abendgebet an und hat dann 8 aufeinanderfolgende Gebetszeiten, bis dass man wieder zum Abendgebet des nächsten Tages übergeht. Kontrastiv dazu ist es so, dass im katholischen und im protestantischen Bereich die Gebetszeiten mit dem Morgengebet oder noch früher mit dem sozusagen vor dem ersten morgendlichen Gebet, sozusagen nach dem Aufwachen, anfangen. Und da ist es sehr unterschiedlich, je nachdem erstmal, was man sagt, wie viele Gebetszeiten eine Person denn durchführen sollte. Im orthodoxen, genauso wie im katholischen Bereich, ist es traditionell so gewesen, dass diese vermehrten Gebetszeiten bis zu 8-mal am Tag eigentlich fürs Klosterleben reserviert waren. Der Protestantismus funktioniert da etwas anders, da komme ich gleich drauf zurück. Aber insbesondere im katholischen Bereich ist es interessant zu sehen, dass es eine Art Hierarchisierung gab dieser Gebetszeiten. Weil technisch gesehen waren es bis zu 8. Die wurden aber nicht unbedingt alle in allen Klöstern gebetet, sondern es gab eigentlich 3 Hauptgebetszeiten. Das war das Morgengebet, was circa an den Sonnenaufgang gebunden war, also zur ersten Stunde des Tages. Wir sprechen dann nicht von Stunden, wie wir sie heute verstehen, sondern in der Antike und auch noch im Mittelalter wurde der Tag so aufgeteilt, dass man von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang 12 gleiche Zeitabschnitte in Stunden eingeteilt hat. Das heißt, die erste Stunde ist Sonnenaufgang, die 12. Stunde ist Sonnenuntergang, die 6. Stunde ist sozusagen der Mittag, der zeitgleich dazwischen lag. Und an diesen Stundenabschnitten richteten sich die meisten Gebetszeiten bis auf das Nachtgebet aus. Es ist jetzt so, dass, wie gesagt, gerade im katholischen Raum das Morgengebet zu Sonnenaufgang, das Abendgebet zu Sonnenuntergang und dann das Komplettgebet, was kurz vor dem Schlafengehen stattgefunden hat, die 3 Hauptgebete waren. Der Arbeitstag wurde also nicht, wie zum Beispiel bei Nursi, sehr stark herausgestellt, wie wichtig es ist, den Arbeitstag einmal für ein Gebet zu unterbrechen. Es gibt theoretisch 3 mögliche Unterbrechungen. Das ist zur Terz, zur Sext und zur Non. Die Terz ist so, wenn man es jetzt umschlagen würde und ich würde sagen, okay, 6 Uhr morgens ist die erste Stunde, 18 Uhr abends ist sozusagen ungefähr eingeteilt, hieße das, wir hätten um 9 Uhr eine Gebetszeit, um 12 Uhr und um 15 Uhr, um dann sozusagen Sonnenaufgang, sozusagen Anfangsgebet mit Laudes gegen 6 Uhr morgens und die Vesper als Abendgebet um 18 Uhr. Das heißt 3 Unterbrechungen. Das nennt man die kleinen Horen. Die sind ganz hinten angestellt im katholischen Bereich. Das heißt, man hat diese 3 morgens und abends plus das sozusagen zum Schlafengehen Gebet als Hauptzeiten. Dazu kommt dann noch ein früheres Morgengebet und eine sogenannte Lesehore, die nicht zeitlich gebunden ist. Die haben den 2. Rang und erst dann kommen diese den Arbeitstag unterbrechenden konkreten Gebete. Der Protestantismus sieht das etwas anders. Der hat 4 konkretere Gebetszeiten, die nicht unbedingt von allen Protestanten praktiziert werden. Auch da gibt es, wie gesagt, das Morgengebet und das Abendgebet und dieses zum Schlafengehen, das Nachtgebet. Aber es gibt auch das Mittagsgebet. Was da interessant ist, ist, dass historisch gesehen ist es so, dass die Idee dahinter war sozusagen, dass nur die Gesamtchristenheit an sich eigentlich durch ein tägliches Gebet Gott ehren muss. Als Gesamtchrist heißt es also, wir stellen eine Gruppe ab. Das waren dann sozusagen der Klerus, die sozusagen diese Gebetszeit absichert. Und die anderen waren eben sozusagen deren Hauptaufgabe im Leben und deren Berufung war es zu arbeiten. Unterteilung in Oratoris und Laboratoris. Der Protestantismus hat diese starke Aufteilung zwischen Klerus und Laien aufgebrochen und auf einmal stellte sich natürlich die Frage, okay, wenn jetzt wieder alle beten müssen,
was ist mit der Tagesunterbrechung? Und da würde ich sagen, für den Protestantismus zum Beispiel ist es sehr interessant, da in die Verbindung mit dem mit Nursi zu gehen und zu sagen, es ist eben enorm wichtig, dass wir den Tag einmal für ein Gebet unterbrechen. Was dann wieder interessant ist, wenn man heutzutage überlegt, wie gesagt, diese Gebetszeiten sind häufig im Klosterkontext zu finden. Einzige wirklich starke Ausnahme, wo es auch noch stärker durchgeführt ist, ist die koptische Kirche, wo es tatsächlich als Gemeindegebete diese bis zu 8 tatsächlich dann Gebetszeiten vorgeschlagen werden. Der Katholizismus hat sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geöffnet und schlägt jetzt wieder die kompletten 7 Gebetszeiten oder zumindest die 3 sozusagen Hauptgebetszeiten für alle Christen vor. Das heißt, wir gehen etwas in der Tendenz wieder weg von dem sozusagen der Reservierung dieses Stundengebets im Klosterbereich. Wenn ich jetzt überlege, so traditionell Zeiten, zu denen christlich traditionell gebetet wird, ohne dass ich es jetzt überlege, okay, es gibt diese Liturgien für ein Stundengebet, also spezifische Abläufe, die sich aus Psalmlesungen, gesungenen Teilen etc. zusammensetzen. Wann würde man beten? Dann komme ich darauf, ja, viele beten vor dem Schlafengehen, durchaus auch privat. Das ist die Komplettgebetszeit. Wir haben da eine Überschneidung. Und viele beten vor den Mahlzeiten. Wenn ich jetzt überlege, wann fallen die Mahlzeiten? Morgens, mittags und abends. Das sind die 3 anderen Hauptgebetszeiten, Laudes, Sext und Vesper. Das heißt, selbst wenn wir im Christentum diese Verbindung zu diesem Stundengebetsritual verloren haben, irgendwas davon ist hängen geblieben. Weil wir weiterhin zu diesen, zumindest im Protestantismus verankerten, 4 Hauptgebetszeiten weiterhin beten. Auch wenn es in einer sehr reduzierten Form stattfindet. Das heißt, auch im Christentum ist ein kultureller Impact dieser Gebetstradition irgendwo hängen geblieben. Auch wenn er lange Zeit reduziert war für Leute, die sich sozusagen im Kloster darauf spezialisiert haben, zu beten. Genau, und wie gesagt, aus der Perspektive finde ich es sehr interessant, in diese Austausche zu kommen und wie gesagt zu sehen, ich habe jetzt mehr darüber gesprochen, sozusagen, wie beten wir in gewisser Weise. Aber genau, da wieder mehr reinzukommen in diese Idee, okay, wenn wir jetzt sehen, wie beten wir, können wir unseren Glaubensgeschwistern vielleicht insofern folgen, als zu sagen, okay, die Frage ist auch erheblich wichtig, warum sollten wir zu diesen Zeiten beten und alte Traditionen wieder aufleben lassen? Genau, wir schließen jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Dasein. Danke auch für die Beiträge. Genau. Vielen Dank.